So, es geht gleich sofort weiter. Wir sind nochmal hier in die Aquaresidenz, in die Burgblickwohnung gegangen. Deswegen heißt die Burgblickwohnung. Hier im unteren Balkon, wo man rausguckt aus Wohnzimmer und Küche, sind jetzt hier die Fliesen vorbehandelt worden. Ja. Der Verputzer, der bei uns auch schon die Isolierung gemacht hat, drüben in der Wohnung, hat hier auch alle Löcher zugemacht und da alles zugemacht. Und wir gehen mal hoch und gucken, wie es oben aussieht, im obersten Stockwerk. Da ist wahrscheinlich jetzt die Balkone. Ich kann nicht mir vorstellen, dass da die Seiten fertig sind. Aber wir gucken mal. Wir laufen mal der Alexandra hinterher und schauen mal, wie der Stand ist. Ja, haben sie. Ah, der war nicht raus, genau. Den Boden haben sie auch mit einer Flüssigkeit behandelt, dass dann die neue Lage ist. Hier ist ein neuer Abfluss gemacht worden, dass es ablaufen kann. Und ja, oh, schön ist das geworden hier. Das ist natürlich noch nicht abgewaschen, ne? Aber das sieht toll aus. Das sieht sehr schön aus. So, und über uns und an der Seite sind die Fliesen auch bis nach oben. Und das sieht richtig toll aus, wenn man sich hier drauf aufhält auf dem Balkon. Hier wird ja noch ein dunklerer Boden, kommt hier drauf. Ja. Ja. Und dann machen wir da schön hier zwei Sonnenliegen hin, oben auch. Und dann kann man sich hier richtig schön Sonnen. Oder wir machen oben nur die Sonnenliegen hin, hier eher großer. Irgendwie müssen wir noch mal sehen, wie wir das machen. Ja. Wir schauen noch mal auf der anderen Seite. Ich komme hier auch völlig durcheinander. Oh, hier müssen wir aufpassen. Ja. Das ist hier nass. Trotzdem gehe ich mal drumherum. Man kann das sehen. Hier haben sie auch den Boden behandelt. Mit einer Grundierung ist das wahrscheinlich. Ne? Und oh, wie man das hier sieht, das sieht auch schick aus. Mit den Fliesen hier. Das sieht gut aus. Das wird auch schöner Balkon. Und hier ist auch bis oben hin gefliest. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich sehe es selber jetzt nicht. Und ja, coole Sache. So, das sieht jetzt noch wild aus, aber wartet mal in zwei Wochen, wie das hier aussieht. Und dann sitzt man hier auf dem Sofa, guckt dann wahrscheinlich hier mal ein bisschen Fernsehen oder so. Und dann dreht man sich um, guckt raus und sieht dann das und sieht dann das. Und kann da hier rausgucken. Das ist halt echt geil, ne? Auf Hüfthöhe, ich setze mich mal hin sozusagen. Kann man hier super gut schauen und das ist einfach, sowas hat man hier selten und das wird hier eine ganz geile Küche geben, ich hoffe es, wenn wir sie gut geplant haben, schön an euer Boden und ja, mal gucken. So und jetzt geht es vom 11. Stock wieder herunter. Schön und warm hier drin. Ja, schön warm und wir haben jetzt endlich mal wieder Sonnenbrillen auf und fahren jetzt runter und nehmen euch nochmal mit. Und man sieht es halt hier, es ist super, wenn man mal auf dreifache Vergrößerung, mit der Brille sehe ich jetzt gar nichts auf dem Handy, aber ja, also schon schön hier langsam wieder. Es wird warm und das freut alle, die hier sind. Das zaubert einfach ein Lächeln ins Gesicht. Es ist laut hier, aber es ist total geil. Wir sind im Delfin Game Center heute mit den Kindern und da kann man sich so eine Karte aufladen mit Geld und dann kriegt man noch Bonus drauf. Und dann hält man einfach auf diese Geräte hier die Karte kurz dran. So ein einmal Airhockey spielen kostet, glaube ich, 50 Cent oder was. Also Eurocent, also mit 10 Mal irgendwie das Ding raus. Und gibt hier 1000 Sachen und so. Ich glaube, wir werden den ganzen Nachmittag hier Sachen machen. Finde ich voll gut. Ich verlinke euch das mal unten. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. So, und Bowling kann man hier auch spielen. Ja. Wir werden jetzt mal einen schönen Nachmittag, Abend hier verbringen. Der Mete ist auch hier und noch eine Freundin. Mete verlinke ich euch auch mal hier in der Infobox und am Ende von dem Video. Und jetzt wird auch nichts mehr gefilmt, jetzt wird nur noch Spaß gehabt. Spaß haben muss auch mal sein. Ja. Dann geht es gleich weiter. Manchmal sind die Welten komplett verdreht und verkehrt. Und mir ist es erst eben nochmal aufgefallen, als ich einen Kommentar gelesen habe. Ich habe mal ein Video gemacht, wie ist das mit dem Internet hier in Alanya, ja? Und hat jemand geschrieben, in Deutschland dauert es bis zu 12 Wochen, bis man sein Internet bekommt. Ich kenne das auch selber aus eigener Erfahrung. Wir sind ein paar Mal umgezogen, dann haben wir auch mal ein Haus gebaut. Da hat das ein halbes Jahr gedauert, bis wir Internet hatten. Und, aber ich weiß das von vielen Freunden und Bekannten, die sagen, hey, ich bestelle vorher, 2-3 Monate vorher schon mal das Internet. Ich sage, hier, ich ziehe in die Wohnung, abends so und so viel, dann können wir das da machen. Meistens kommt dann sowas wie, ja, solange der Vormieter nicht gekündigt hat, können wir hier gar nichts machen, wir müssen dann warten und so. Und oft verzögert es sich wirklich lange, ob das jetzt wirklich 12 Wochen dauert oder so.
weiß ich nicht, ihr könnt ja mal drunter schreiben, wie eure letzte Anmeldung fürs Internet gelaufen ist, ob das gut geklappt hat oder nicht. Wir haben jetzt hier genau den gegenteiligen Effekt. Ja, ich fahre hier Aufzug und ich sehe hier bei der Nachbarwohnung, also bei der Burgblickwohnung von meinen Schwiegereltern, sehe ich, da ist Werbung von Fibimnet drin. Fibimnet ist hier so ein Glasfaseranbieter hier in Alanya. Und vor fast allen neueren Häusern, neueren Gegenden liegen so Kanaldeckel von denen. Und eigentlich müsste man an relativ vielen Stellen hier dieses Fibimnet bekommen. Ja? Also Fiber-Internet sozusagen. Ja? Das ist nicht so schnell, wie ihr euch das jetzt vorstellt. Aber die haben relativ hohe Datenraten und läuft auch relativ stabil. Also in der Aquaresidenz, in unserer Ferienwohnung ist das auch. Und die Male, wo ich es benutzt habe und die Gäste benutzt haben, die da waren, die waren sehr zufrieden. Ja, ging recht schnell runter und recht stabil und gut hoch. Und der Router, der mitkommt, ist auch gut. Und hier ist es jetzt so, wir sind ja am Renovieren da drüben. Ja, und jetzt werden in den nächsten Tagen irgendwann werden zum einen Dings gemacht, die Dosen neu gemacht an den Wänden und aber auch das Laminat. Ja. Und jetzt habe ich mit dem Bauleiter besprochen, jetzt darf ich nicht zu früh das Internet bestellen, weil es kann sein, wenn ich es bestelle, dass die am Abend drauf schon kommen oder am nächsten Tag oder sowas, ja. Und ich passe das jetzt so ab, dass ich das Internet dann bestelle, wenn die hier reinkommen, wenn die an die Dose kommen, nicht, dass die gerade Laminat legen und dann nicht durch können. Also ich muss jetzt hier aufpassen, dass ich das Internet nicht zu früh bestelle, weil es kann sein, dass die am nächsten Tag schon kommen. In der Aquaresidenz war das so, da hatte ich das Internet, glaube ich, auch irgendwie am Montag bestellt. Da war die Dame gerade im Haus, hatte der Verwalter gesagt, hey, die ist gerade eh da und so. Hab kurz so einen Fragebogen ausgefüllt und unterschrieben. Und ich glaube, am Mittwoch kamen die dann schon. Sie hatte sich schon entschuldigt, die ist auch, sorry, dauert ein paar Tage. Die kommen immer nur ein-, zweimal die Woche hier in die Aquaresidenz, weil immer was zum Abmelden ist. Manche kündigen, manche kriegen neues Internet und so. Und ich so, nee, ist alles gut. Und dann kamen die plötzlich, hatten mich angerufen, dann bin ich rübergefahren und habe das mit denen installiert. Das hat irgendwie 10 Minuten gedauert und dann waren die wieder weg und dann war der Router eingestellt. Also hier ist es genau das Gegenteil, ihr müsst da aufpassen. So hey, bin ich überhaupt da, wenn die jetzt dann kommen oder können die überhaupt dann an die Dose und so. Und ich werde versuchen, in den nächsten Tagen halt mal mit denen zu sprechen. Wenn wir fragen, geht das denn überhaupt in der Wohnung, das ist das eine. Das zweite ist, was kostet das denn überhaupt? Das ist relativ günstig hier, Internet generell. Und dann würde ich das bestellen und dann hätten wir dann drüben Internet. Weil am Schluss, wenn alles fertig ist, möchte ich ja auch ein Smart TV da aufhängen und dass man da halt über das Internet auch gucken kann. Netflix, YouTube und deutsche Fernsehsender. Kommende Woche wird von den Fortschritten, von den Bauarbeiten sehr wahrscheinlich richtig interessant werden. Ja, jetzt sieht das Ganze ja wirklich ganz schön hart aus. Ich habe mir gestern mal die Aufnahmen angeguckt, quasi meine Vorheraufnahmen vor den Renovierungsarbeiten. Da sah das Apartment ja schon so aus. Ja, ein paar neue Möbel rein, vielleicht die Küche austauschen, das war's. Ne? Und jetzt sieht das ja aus, als hätte da eine Atombombe eingeschlagen. Das ist ja schrecklich. Ja, aber das wird jetzt hier so zusammenlaufen. Ne? Also die ganzen Arbeiten laufen parallel und dann irgendwann im Laufe der Woche wird das schon ganz cool werden. Dann sind die Bäder fertig gefliest und die Balkone fertig gefliest und dann kommt das Laminat rein und parallel wird dann noch, bevor das Laminat rein wird, auch noch gestrichen. Gerade ist jemand drüben und spachtelt alles zu und isoliert nochmal ein paar Sachen ab. Und dann kommt wahrscheinlich danach direkt die Küche und noch ein paar Möbel, die wir bestellt haben. Und ganz am Schluss kommen dann wahrscheinlich die Möbel von Bellona, die wir bestellt haben. Also nicht maßgeschneidert, sondern halt von aus der Fabrik. Die müssten auch Ende nächster Woche kommen. Internet bin ich noch am gucken. Fernseher ist schon da, den ich bestellt habe bei Hepsiburada. Und eine Fernseheraufhängung habe ich auch. Und ja, und wenn das dann alles da ist, dann ist die Wohnung dann halbwegs fertig. Ich schätze mal, es dauert noch so 2 Wochen. Ja, vielleicht auch weniger, aber ich schätze mal 2 Wochen. Und dann müssen wir auch nochmal losziehen, sowas kaufen wie Geschirr, Besteck, Gläser und sowas, dass halt dann das Nötigste da ist. Und wenn dann meine Schwiegereltern da sind im März irgendwann, dann gehen wir mit denen auch nochmal shoppen und gucken wir mal nach Teppichen und sowas. Das sollen die selber nochmal gucken, was die so flauschig oder schön finden oder so. Oder auch sowas wie wahrscheinlich Balkonmöbel. Da müssen wir nochmal schauen, was wir vorher noch besorgen und was wir dann mit denen besorgen. Die sollen sich ja eigentlich ein bisschen hier ausruhen und dass sie alles kennenlernen und nicht jetzt den Stress haben, hier von einem Geschäft ins andere zu rennen. Das wäre wahrscheinlich schon schöner.